So, willkommen Freunde, es kann weitergehen und zwar Pumpkin Jack. Ich glaube, das ist der vierte Teil, den ich jetzt hochlade. Was kann ich dazu sagen? Wir haben auf jeden Fall gestern ein Schwert ergattert und da machen wir jetzt mal weiter. Elegantes Bürschchen, würde ich sagen. Ah, er rennt einfach mal in den Zaun um. Oh! Ja. So schnell geht das, wenn man ein bisschen übermütig ist. Das. So, jetzt hier Ruhe. Mal gucken, dass wir auch den Weg finden. Manchmal irritiert mich die Krähe so ein bisschen, weil dann denke ich mir mal so, ja, das ist jetzt ein Gegner oder so und dann, nein, die gehört ja zu mir. Die ist halt ein bisschen nervig. Ach, hier meine Lieblingsfäule hier wieder. Tja, für eine unerwartete Wendung, Eulen und Sümpfe vertragen sich nicht. Mir sind Sümpfe auch nicht geheuer. Du hast 10 Sekunden, mir zu erklären, wieso ich hier bin. Vertraust du deinem zuverlässigen Gefährten etwa nicht? 876. Jack, ich als dein Vorgesetzter erwarte, dass du mir da ein gewisses Maß an Respekt zollst, wahrscheinlich. Aber Respekt, Vorgesetzter. 432. Na schön. Teufel noch eins mit deinem hartnäckigen Kürbisschädel. Ich bin der magische Energie gefolgt, die aus dem Portal des Zauberers stammt. Also, die Dinge, die ich hier vorlese, die kommen aus dem Spiel. Ich bitte um Nachsicht, ich kann nichts dafür. Die Magie hat uns zu einem Pfad geleitet, der uns direkt zu diesem Sumpf hier geführt hat. Und hier verliert sich die Spur. Vielleicht finden wir hier noch weitere Spuren oder Hinweise. Da geht doch, war das hier zu schwer? Ach, sei doch still. Oh Gott, ey, diese Konversation jedes Mal mit dieser Eule, ey, das ist so anstrengend. Ich muss hier erstmal mich... Aua, ist er eingerufen hier. Das war gar nicht so schlecht. Vom Timing geht es bestimmt besser. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir können jetzt hier hin. Ach, hier müssen wir lang. Lalala. Genau. Immer schön auf den kleinen Kürbiskopf. Was jetzt mal ganz gut wäre, ein kleiner Trank oder so. Ja, wir haben aber auch nichts im Petto. Ich weiß nicht, ich werde damit irgendwie nicht warm mit diesen komischen Dingern, wo ich ausweichen muss. Jetzt. Ach, alles klar, wenn man Kisten zerstört, das wusste ich jetzt auch nicht. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn man Kisten zerstört, bekommt man auch eine Energie. Okay. Das war mir neu. Ich dachte immer, ich muss speziell aus dem Gefäß trinken. So. Ah, hier können wir runter, ja? Sehr gut. Machen wir mal ein paar Kisten per kaputt, weil so können wir ja unsere Energie aufladen. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Geister schon wieder. Das wäre mir auch mal nice, wenn man als Spieler stärker werden würde und die Gegner gleich bleiben. Ich glaube, den Wunsch erfüllt uns gerade in irgendeinem Game. Ah. So, zack, rüber. Okay.
komisch, dass er über dem Boden schwebt, aber trotzdem runterfallen kann. Okay, manche Dinge muss man nicht so verstehen, aber okay. Ja, ich habe Angst, dass ich die Fackel wieder umstoße. So, jetzt machen wir es mal anders. Alter, ey. Das ist echt so manchmal ein bisschen ungeschickt, lässt grüßen. Ja. Warum trifft er den denn? Wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen. Auch wenn wir so ein geiles Schwert haben. Ja, ein bisschen strategisch. Ganz gut funktioniert. Genau, Jack. Immer schön und locker aus dem Handgelenk. Ja, ja. Ach, hier geht's rüber. Sieht natürlich geil aus, ne? Von der Farm her. Boah, ich dachte eben scheiße, was musst du denn da machen? Muss er dazwischen springen? Ah, sehr gut. Wieder geschafft. Oh, wer ist das denn? Achso, können wir reden, alle. Lass uns doch mal reden. Wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht, neue Freunde zu gewinnen, ist immer eine willkommene Abwechslung. Und wenn sollst... Und wen sollst du darstellen? Ich bin natürlich der Händler deines Vertrauens. Mein Name ist... Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt und habe auch nicht vor, danach zu fragen. Na gut. Und du bist... Ich bin Jack. Ich verfolge so einen bösartigen kleinen Zauberer. Seine Spur hat mich in diesen Sumpf geführt. Moment, Jack. Der Jack... Es kommt darauf an, was du von ihm willst. Jack, der Teufel höchst selbst, nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal reingelegt hat. Hm, die allermeisten vergessen das dritte Mal andauernd, aber du hast recht, drauf zahl, ich bin der Jack. Oh, welch feierlicher Tag, hurra! Sie wird so glücklich sein. Was, wer, du sprichst den Rätselwürger Kreis? Oh, oh, gar nichts, wirklich, ich habe hier noch was zu erledigen, aber zögere nicht, mich aufzusuchen. Ich glaube, ich kann helfen. Wunderbar, alles für meine Fans. Okay. Ein seltsamer Charakter irgendwie. Was er jetzt von mir wollte, weiß gar nicht. Also die Konversationen sind immer schrecklich. Mal gucken, wo wir lang müssen. Lang. Alter, das ist schon geil, das Schwert, muss ich sagen. Hier ist bestimmt auch wieder so ein Zombie-Nest. Doch nicht. Oh, hier könnte es weitergehen. Oder? Oh nein. Oh. 46 Mal gestorben, ey. Ich bin King Ludwig hier. Ist das ein bisschen hier komisch? Cool, ne? Das ist so gut,
hier müssen wir lang. Okay, wenn er so stehen bleibt oder so und mein Schuss sich erholt, ist ja die Welt in Ordnung. Noch mal kurz. Nochmal. Der ist weg. Das ist nicht so viel Bewegung, wenn wir die umhauen. Und dann sage ich mal fallen. Das wäre ja ein bisschen Mist. Also es ist schon ein bisschen unübersichtlicher als sonst so. Aber es geht noch, also es ist noch im Rahmen. Ein bisschen Fortnite hier, alles kaputt machen. Oha. Immer ruhig mit den jungen Pferden, ja, du hast gut reden, ne? Schiss, dass man hier runterfällt, ne? Ja, da muss ich sagen, da feiere ich natürlich die Sticks heutzutage. Mit einem normalen Steuerkreuz hätte man das gar nicht in der filigranen Weise, Art und Weise geschafft. Oh Mann, ey, was war das denn? Das muss ich wahrscheinlich doch zusammenschneiden, weil ich keine ganzen Scheiterungen hier, also das ist ja... Die Gegner sind jetzt schon ein bisschen extremer. Dann höre ich natürlich auch ordentlich Dampf, ne? Es gibt wieder Energie, sehr gut. Ist aber schön gemacht hier von der Landschaft, ja? Ah, ich kann wieder was trinken. Ach, er schon wieder. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ach, Jack, hier steckst du. Also, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich möchte dir von meiner Frau erzählen. Ja, der scheint so ein bisschen Demenz zu haben, der Typ, ne? Ehrlich gesagt bist du mir ziemlich egal und deine Frau erst recht. Aber sie himmelt dich seit Jahrhunderten an. Sie ist dein größter Fan. Erzähl mir mehr davon. Wir sind seit 343 Jahren verheiratet. Seit 343 Jahren schwärmt die von deinen Heldentaten. Viele Nächte haben wir damit zugebracht, uns von deinen heimstückischen Tricksereien zu erzählen. Sie ist eine mächtige Hexe. Sie hat mich geschickt, um Zutaten für ihr bestes Gebräu zu sammeln. Aber wahrscheinlich Kürbiskorn. Eine Hexe, sagst du, die könnte ich gebrauchen. Der Zauberer ist mächtig und gebieft. Vielleicht kann deine Frau mir helfen. Ich bin mir sicher, sie würde ihm gerne helfen, doch zuerst muss ich die Zutaten für sie beschaffen. Hilf mir doch, die Pilze für sie zu sammeln, dann bringe ich dich zu ihr. Warum soll ich für dich Versorgung erledigen? Sag mir doch einfach, wo sie sich aufhält. Nur mein Pferd kennt den Weg, finde die Pilze, dann lasse ich dich auf ihn reiten. Ach, warum halte ich mich ständig mit diesen nervigen Nebenquests auf? Na schön, ich besorge die dämlichen Pilze. Verbindlichen Dank, ich werde hier an Ort und Stelle auf deine Rückkehr warten. Okay, das finde ich. Sind ja auch Pilze. Aber wahrscheinlich sind das die Pilze. Okay. Da sind sie. Alter Falter. Besser hätten sie die nicht platzieren können, ne? Alter, ich hab dir wohl einen an der Murmel, ey. Eieieiei.
Das kann ja was werden. Naja. Wir haben jetzt Zeit. Ach du Scheiße. Das ist ja ungewohnt. Das springt ja so komisch. Müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Okay. Hat man auch nicht viel Zeit, also. Alter, das ist ja eine Tortur hier, ey. Hier, das geht noch. So einer ist. Also muss ich auch noch schnell sein. Ist ja gar nichts für mich hier. Aber geil gemacht. Geile Idee. Alter Falter, Konzentration. Schade. Hätte ja klappen können. Aber solange wir nicht sterben, ist ja die Welt in Ordnung. Bin mit den Pilzen ja noch nicht so ganz warm geworden. So, da warten wir jetzt nochmal ab. Okay. Mann, 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 ey. Haben sich aber einen ausgedacht hier. So geschickt kann ich doch gar nicht sein. Ja, wie sagt man, der erste Pilz ist noch umsonst. Also, es wirkt irgendwie so komisch. Auf den ersten Pilz springst du drauf und dann springt er auch gleich hoch. Im zweiten ist das nicht so. Das war knapp. Das wird hier echt. Achso, man muss da gar nicht springen. Man muss einfach nur. Man muss einfach nur auf den Pilz drauf springen. Das ist aber wieder hier für Erwachsene. Ah, schade. Boah, sag mich, ich muss da nochmal zurück und alles machen. Ist ja irgendwie eine Abkürzung oder so? Bin ich ja hier runtergefallen. Muss da eine Möglichkeit geben, da wieder hochzukommen. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Oh, echt übel, ey. Du, ein Fehler und du fängst immer wieder von neun an. Ja, das ist falsch. Ich muss den ersten richtig erwischen. Ein bisschen frustrierend gerade, muss ich sagen. Ich bin gerade richtig auf dem Sack.
Mann, 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 ey. Da kriegst du einen Kotzreiz, echt. Ja. Ja, ich sag ja immer, Pilze sind ungesund. Das haben wir jetzt endlich geschafft. Das ist jetzt hier auch wieder nur eine reine Konzentrationssache. Timing, ja. Gehen wir noch ein Stück weiter voran. Jetzt kommen wir weiter. So, und da jetzt rüberkommen, das finde ich echt übel. Jetzt sage ich, guck mir das erstmal an. Habe ich die Hütte ja schon wieder im Brand gesteckt. Jetzt Konzentration. Schwingt nach da. Schwingt nach da. Boah, da wäre ich beinahe runtergefallen, ey. Das wäre es auch noch gewesen. Okay, ich kann sogar noch ein Stück nach vorne. Rechts. Und links. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ah, jetzt muss man meinen Kopf wieder irgendwas machen. Wahrscheinlich wieder eine Bombe hin und her schießen, oder? So, dann gucken wir uns das mal an. 3. 1, 2, 3. 4. Also 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir den, glaube ich, ne? Jawohl. Sehr gut. Schlecht. Ja, schlecht. Oh, schon wieder. Na. Ach, diese Pilze. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. Ach, er ist schon wieder. Einfach großartig, Jack. Nun bring sie zu mir. Mach ich doch glatt. Master of Disaster. Isst du deine Pilze? Ah, ganz vorzüglich. Ja, einen solch großen Pilz habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ab vielen Dank, Jack. Die Geschichten werden dir wahrhaft nicht gerecht. Ja, ja, ich weiß, ich bin spitze und jetzt hol den Gaul ran. Oh, aber sicher, er kennt den Weg sehr gut, sitzt einfach auf dem Reiter auf seinem Rücken davon. Ach du heilige Neu, jetzt muss ich auch noch reiten. Das ist ja was für mich. So, und weiter geht's. Hot, 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 hot. Ah, und hopp. Feines Pferdchen, ja, sehr gut. Hopp. Pferdchen laufen galopp. Zack, jawohl. Ja. Ah, genau. Ich will aber mit dem rechten Stick irgendwie die ein bisschen korrigieren, aber es haut nicht hin. B drücken, wenn es angezeigt wird. Mal messen. Aber das funktioniert bis jetzt noch. Aber gleich kommt irgendeine steile Kurve, da weiß ich noch nicht so genau, wo ich hinfahren muss. Na hier, das kann ich, kriege ich auch noch hin. Thank you.
wir haben es geschafft. Mann, war das eine Tortur, ey. Ich habe echt nicht gedacht, dass wir es packen. Wir hätten aber wenigstens mal hier einen Topf mit grünen Zeugchen packen können, aber ich habe ja volle Energie, okay. Ach doch, das ist ja. Wollen wir zeitgleich der Speicherpunkt? Alter, Falter. Ah. Hab ich da nicht immer gleich fertig, ja? Kaum erholt, ey, geht's hier schon wieder ab. Ah, da ist schon wieder ein Vampir. Juckt die Nase. Boah, nein, jetzt muss ich ja schon wieder den Pilzen da hochhüpfen. Okay, das geht mir auch ganz gut. Ich hoffe, die haben ja keine anderen Schweinereien mit mir vor. Okay, da bitte aufpassen jetzt. Scheiß Kerze hier. Keine Lust, irgendwas in die Luft zu jagen. Boah. Weil das Ding ist nämlich, du brennst dann nämlich alles an und dann hast du die Arschkarte. Ich vermute mal, wenn das später, also jetzt geht's ja noch, aber dass die Level irgendwann mal so komplex werden, dass die Dinger hier auch reißen und dann muss man ganz schnell springen. Ah, ich muss sagen, das Level-Design ist auch ganz geil, ne? Was das für eine Arbeit sein muss, das alles hier irgendwie zu malen und zu zeichnen. Und ich bin auch ganz froh, dass es Steam gibt heutzutage. Du kannst ja viele Sachen irgendwie auf die Wunschliste packen und dafür günstiges Geld irgendwie kaufen. Und wenn du es halt ein, zwei Jahre später spielst, ist egal. Hauptsache, du kannst zocken. Ja, ist auch gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte eher gedacht, ach du Scheiße. Jack, da bist du ja, mein Freund, euer wieder. Immer mit der Ruhe, Fanboy. Was willst du denn jetzt schon, Fanboy? Du weißt doch noch, das war dieser Pilz, den du mir gebracht hast. Er ist perfekt, verstehe mich nicht falsch. Nur reicht ein einziger nicht aus. 10, 9, 8. Hätte haltsam, oder? So, warte noch eine Kurve. Großer Jack, ich benötige nur noch einen weiteren Pilz, danach werde ich dich zu meiner Frau führen, versprochen. Ich überlasse dir auch wieder mein Pferd. Was sagst du dazu, Jack? Du hilfst meiner armen Seele, versuche lediglich die Art von Ehemann zu sein, die die Liebe meines Lebens bewahrt hat. In Ordnung, nach diesem Pilz ist aber Schluss. Und ich bitte dir ja nicht ein... Ach, und bilde dir ja nicht an, dass ich dich verschonen werde. So, nochmal mit dem Pferdchen. Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Den hier angemacht. Hier geht's lang. Oh, das ist ja übel, Alter. Da musst du aber... Hoffe ich ja mal, dass die lange halten hier, oder dass die nicht so schnell untergehen. Was ist denn hier? Fump? Oh, das war schon wieder zu spät wahrscheinlich. Ja, muss ich schneller sein. Ja, Josh. Wie war ein Laufen eigentlich? Kann ich laufen? Geht es irgendwie schneller?
Okay, das war wieder nicht schnell genug. Da muss doch ein Trick geben, oder? Leider nicht. Hier, das ist Gras. Da muss ich irgendwie erst dran vorbei. Oh, da falle ich rein. Kann ich das vorher mähen? Warte mal. Das könnte die Lösung sein. Sehr gut. Ja, das machen wir auch mal weg. Dass wir da hängen bleiben. So, dann können wir nämlich hier auch locker vorbei. Schon wieder Neues. Geht das nämlich auch? Jetzt habe ich... Ah, okay. Das könnte wahrscheinlich besser sein. Ah, dann ist der auch weg. Das ist ja übel, ey. Aber wir Freunde, das war sehr geil. Das war mega intelligent von mir. Ihr hättet es nicht besser machen können. Komm. Ah, knapp. So, jetzt schaffen wir es aber. Zack. Und bing. Und zack. Jawohl. Okay, knapp, knapp, knapp. Bloß nicht ins Wasser fallen, das machen wir nochmal. Irgendwann wird es klappen. Aber ist auch wieder eine sehr geile Level-Idee, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut. Zack. Jo. Aber auch hier gilt wieder. War hier zu langsam. Was ist das? Der Rabe, der könnte auch langsam mal irgendwie eine Waffe oder irgendwas kriegen, dass er mit seinen Augen ein bisschen schießen kann. Ah, hier ist ein Bau, den muss ich gleich machen. So, sehr gut. Ach du heilige Neun, jetzt sind das drei. Irgendwo anders noch einer aufgegangen? Oha. Abgehoben. Ob die Reihenfolge überhaupt passt? Ist das ein Krampf, ey. Da bewegt sich selbst der Kopf beim Zocken mit. Sehr selten bei mir, aber... Alter, das ist echt heftig. Und wenn du jetzt an so einem Hindernis hier scheitern würdest... Dann würde ich aber kotzen, ey. Wovon fällst du hier jetzt runter oder so?
Genau, hier muss man drauf gehen, ey. Alter, dann würde ich aber kotzen. Jawohl, sehr geil. Wir haben es geschafft. So ist besser. Jetzt auch gespeichert, ja, ne? Ja, jetzt können wir hier wieder ein bisschen Kopf verdrehen. Okay. Eins. Alter, der Boss ist an der Murmel. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und machen das nächste Mal weiter. Wir haben jetzt viel geschafft und lange Zeit gezockt. Ich würde sagen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Like nicht vergessen, Kommentare wären super. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.